Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, heute machen wir mit der Quest weiter Taimo-Hoteps Lied. Wir müssen mal nämlich langsam Level 28 werden, damit wir auch in der Hauptstory weitermachen können. Wir sind derzeit, warte mal, ich markiere bloß schnell mal die Quest hier. 135 Schmiede. Wir sind leider erst Stufe 25 und brauchen halt noch 3 Stufen, bis wir in der Hauptstory weitermachen können. Also heißt es, Nebenquests machen. Und da fangen wir doch jetzt gleich mal an. Schauen wir mal, ob wir da schnell hinkommen. So. 68 Schmiede. Schauen wir mal, was uns dort in der Quest erwartet. Aha, da ist er. Schauen wir doch mal. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Alles klar. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Wie bitte? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Okay. Folgen wir dir gleich. Oh, da ist ein Jäger. Ja, da haben wir es ziemlich schon lokalisiert. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf den Philotakis. Zuerst den Ritualgegenstand. Und weil der uns platt macht. 3 habe ich übrigens schon gekillt von denen. Aber der ist jetzt noch ein bisschen zu hoch. Ich glaube, der Stufe 28, den schaffen wir noch nicht. So. Finde das Geschäft und hole einen Fruchtbarkeitstalisman. Okay. Ein Geschäft haben wir gefunden. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Ja, komischer Laden hier. Alles mit Spinnweben umringelt hier. So, okay. Schauen wir noch gleich mal. Ob ich dir irgendwas gibt, Leute. War da oben noch? Kann man da hoch? Ne, da kann man nicht hoch. Ah, na herein in meinen Laden. Ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier snacken. Ein Magi. Wie überraschend. Auf der Suche nach magischen Runen oder kostbaren Statuetten? Ja, erstmal glaube ich dein Geld. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Magi. Sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Ja, sowieso nicht. So, hier ist was. Ich bin bald. Ein Inventar. Der blau glasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ich sollte mich weiter umsehen. Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch.
ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? So, wir müssen jetzt noch... eins müssen wir noch finden. Ah, okay. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Da haben wir schon. Hotep wird sich freuen. So, Flamingozungen und Reiherfedern. Schauen wir mal, ob wir die finden. Friss das, du! Du hast dich lang genug umgesehen. Was? Du verängstigst die Kunden! Ich hab das Ziel in Sicht! Bin in Reichweite! Ruhepuff hier! Nicht mit dem Commander. Aber Kohle könnt ihr mir gerne geben. Okay, müssen wir wieder raus wahrscheinlich. So, dann schauen wir doch mal. Wo müssen wir denn hin jetzt hier? Okay, wird mir nichts angezeigt auf der Karte. Jage Vögel und bringe die Trophäen. Ja, wo sind denn die Vögel? Wir verarschen? Wo sollen die Vögel denn sein? Kürze, jage Vögel und bringe die Trophäen zu Taimotep. Ja, wo sind die Vögel? Möge der Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Zeig mir aber auch keinen Standort an. Also weit oben, das kann doch nicht sein, oder? Wir sollen es auf jeden Fall bei den Pyramiden treffen. Aber wo soll es mit den Vögeln sein? Eieiei. Komm, wir gehen erstmal... zu dem Aussichtspunkt. Sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht hat. Möge der Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Wir so Vogel hier jagen, ne? Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Ich war mir ganz sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht hat. Das haben viele gedacht. Das kann man dir nicht vorwerfen. Ich sprach kürzlich zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Okay. Möge der Oberste der Handwerksmeister mir vergeben. Ich war mir ganz sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht hat. Aber wo wird jetzt liegen, der blöde Vogel? Ich war mir ganz sicher, dass er den Fluch über Memphis gebracht hat. Zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Er flüsterte mir böse Gerüchte über wahrscheinlich zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Hä? Oh.
waren wir aber noch nicht drauf, oder? Ist aber hier schon waren. Nee. Hier hoch. Wo sollen die Flamingos sein? Oh mein Gott, das kann wieder eine lange Suche werden jetzt. Machen könnte, wäre die Quest mal abwählen. Wir haben sie aber nicht hier drauf. Die irgendwo so Flamingos? Wo war das? Irgendwo hier, wer war das? Gehen wir in die Richtung. Ich hab keinen Plan, Leute, wo ich hin muss. Keinen Plan. Sieht aus wie ein Flamingo, oder? Ja, okay, hier könnte man richtig sein. Hier könnte man richtig sein. Gebt den Weg frei! Was stimmt nicht mit dir? Elende Missgeburt! Schauen wir mal, ob wir hier irgend... Muss ich
die hier hinsetzen oder so. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ah, da sind Flamingo-Scheier. Oder? Muss doch hier irgendwo liegen. Hier haben wir ihn auf jeden Fall abgeschossen. Ich glaube, dass wir hier schon auf dem richtigen Weg sind. Bewegung! Los! Schauen wir nochmal, ob wir den jetzt das richtig haben hier. Okay, das stimmt schon, oder? Da brauchen wir noch einen und dann brauchen wir die blöden Reiher noch. Ah. Die Magd sagte, sie brauchen die Zunge. So, da haben wir... Hier, hoffen wir nicht, dass der mich sieht. Das wäre natürlich nicht so geil. Okay, ist weg. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Reiher. Was ist das da? Wer schwimmt denn da? Gehen wir nochmal den Fluss hier entlang. Vielleicht finden wir irgendwo anders so einen komischen Reiher noch. Ah, kommst du da hoch? Ja, kommst du. Super Bike. Schauen wir doch mal hier entlang. Was hat die hier? Brauchst du etwas, Jäger? Kaufen, was hast du? Ah, na, ist teuer. Ist zu teuer. Komm bald wieder. Oh. Okay, es lebt aber nicht mehr. Reiherfedern. Die werden wir wohl auch noch finden, die komischen Reiher. Warte mal. Schauen wir doch mal. Transportiert.
Sind es die da vielleicht nah? Klar sind es die. Okay. Wenn ich was probieren könnte, dass ich mal meditiere. Wenn ich hier oben stehe. Ich meditiere mal. Vielleicht sind die Vögel dann wieder da. Ah, sieht nicht so aus. So, wo könnten die jetzt sein? Das ist echt blöd gemacht, finde ich. Schon wieder. Der wird mir ja wohl nicht sehen hier, oder? Stimmt es bloß, dass die gleich aufgescheucht werden, wenn ich da in der Nähe bin? Es ist halt nicht so einfach, die zu bekommen. Meditieren nochmal. Ah, jetzt muss ich langsam hingehen. Immer wieder mal, dass mein Controller die Verbindung zu PS4 verliert. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Ist mir jetzt schon öfters mal aufgefallen. Aber was ich gelesen habe, haben da schon mehrere Leute das Problem. So, da müssten die Reiher sein. Ah, die kriegt man auch nicht.
Drei Position gerät. Eieiei. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu langweilig für euch. Ich schaue mal, dass ich diese blöden Feder noch bekomme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, war jetzt nicht so geil, aber lasst mir trotzdem Like, Kommentar oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.